Wir wollen nun Ostergottesdienst feiern hier in der Martinskirche in Apolda. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich an den Bildschirmen. Ich begrüße die Bewohner des Karolinenheims, die das Geschehen am Radio verfolgen werden. Ich lade Sie ganz herzlich ein, mit uns die frohe Botschaft zu feiern. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. So lasst uns nun diesen Ostergottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir beginnen mit dem Osterlied Nummer 100, Wir wollen alle fröhlich sein. Zunächst die Strophen 1 bis 3, nach dem Psalm dann die Strophen 4 und 5. Wir wollen miteinander beten mit Worten des 118. Psalmes. Anschließend singen wir von dem begonnenen Lied Wir wollen alle fröhlich sein, das ist die Nummer 100, die Strophen 4 und 5. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein an ihm. Wir singen miteinander die begonnenen Strophen 4 und 5. Und sind doch gefangen in unseren Ängsten. Wir haben Sorgen. Wann wird das Leben die Beschränkungen der Corona-Krise durchbrechen? Mit dem ganzen Erdkreis rufen wir dich an. Noch ist unser Leben vom Tod gezeichnet. Ostern, Aufstand der Freude gegen das Leid. Noch ist unser Leben vom Leid gezeichnet. Nur ahnend erfassen wir das Neue. Doch wir trauen dir, Gott, zu, dass du alles verwandelst und dein Osterlicht heute durch uns leuchten lässt. Darum beten wir zu dir im Namen Jesu Christi, der mit dir in dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft, heute und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen von dem Lied Christ ist erstanden. Im Gesangbuch ist das die Nummer 99.
das Osterevangelium. Es steht bei Markus im 16. Kapitel. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Lob sei dir, o Christe. Halleluja! Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja! Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, unserem Bruder, dessen Auferstehung wir heute feiern und der Welt verkünden, vom Heiligen Geist, der uns Leben und Hoffnung gibt. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, was ist real? Sie sehen mich jetzt hier auf dem Bildschirm. Manche hören mich sogar nur. Bin ich da? Oder ist das alles nur Einbildung, virtuell, das Zauberwort unserer Zeit? Kann ich überhaupt da sein, wenn Sie mich auf einmal auf dem Bildschirm nicht mehr wahrnehmen? Was ist, wenn Sie mich nicht mehr sehen? Wir Menschen neigen dazu, Dinge für real zu halten, wenn wir sie physisch spüren und anfassen können. Das ist auch schon in den Zeiten gewesen, als unsere Evangelien aufgeschrieben wurden. Während Paulus wenige Jahrzehnte vorher noch von einem Geistleib schreibt, wenn er über die Auferstehung berichtet, dann ist das bei unserem Evangelisten 30 Jahre später schon ganz handfest. Ich lese Ihnen den Text vor, so wie ihn Lukas aufgeschrieben hat im 24. Kapitel. Als sie aber davon redeten, trat er mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe.
Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er aber sprach zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und der Propheten und dem Psalm. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Das ist Auferstehung zum Anfassen. Lukas erzählt diese Begebenheit unmittelbar nach der Emmaus-Geschichte, als diese zwei Männer mit dem auferstandenen Jesus unterwegs waren und ihn nicht erkannten, bis er mit ihnen Abendbrot essen wollte. Und dann war er plötzlich weg. Und jetzt ist er ebenso plötzlich wieder da, mitten im Raum, handfest, anfassbar und spürbar. Wir brauchen manchmal etwas zum Festhalten, zum Berühren. Unsere Welt ist so eng, dass wir kaum über die Grenzen des Offensichtlichen hinausspüren können. Seit gerade mal 3 Wochen leben wir weitgehend isoliert. Doch es kommt uns schon vor wie eine Ewigkeit. Die Urlaubsbilder vom letzten Jahr, die wirken fast wie aus einer anderen Welt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Sie erinnern sich an den Beginn des Gottesdienstes. Am Anfang ist diese Osterkerze in die Kirche getragen worden. So wie jedes Jahr zum Osterfest. Doch 2020 ist nicht wie jedes Jahr. Ich habe diese Kerze in eine fast leere Kirche getragen. Aber mit dieser Kerze, liebe Gemeinde, habe ich auch unzählige Wünsche, Gebete, Dankbarkeit und Sorgen mit in diese Kirche gebracht. Manch einer von Ihnen erinnert sich vielleicht noch an den Jahreswechsel, als Sie in Groß-Romstedt, in Herrissen oder in Kapellendorf zum Gottesdienst waren. Dort konnten Sie alles, was Sie bewegt, vor Gott bringen. Nicht nur als stilles Gebet, sondern sie konnten es berühren, eine brennende Kerze auf dem Altar stellen. Und aus diesen Kerzen habe ich die neue Osterkerze gegossen. Aus diesen Kerzen, die all das vor sie getragen haben, wurde diese neue Kerze gemacht. Ihre Gebete sind in dieser Osterkerze nun greifbar. Die Kerze wurde verziert. Und sie brennt nun in jedem unserer Gottesdienste der Osterzeit. Sie wird in jedem Taufgottesdienst leuchten. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, mir kommt das alles unwirklich vor. Ostern, das Fest des Ausbruchs des Lebens. Und ausgerechnet, da sind wir gefangen, wie hinter Steinen eingesperrt. Wegen der Corona-Krise haben wir weitgehende Kontaktsperren. Menschen dürfen nicht zu den Gottesdiensten kommen. Und dennoch feiern wir Ostern wie auch in den letzten Jahren. Wieder ist diese Osterkerze hereingetragen worden. Ich habe sie getragen, ich habe sie angefasst, ich habe sie gespürt. Aber wie ist das mit Ihnen? Ist diese Kerze auch für Sie real, auch wenn Sie sie jetzt nicht berühren können? Ja, natürlich ist sie real, so real wie ihre Hoffnungen und Gebete zum Jahreswechsel waren. Christus ist auferstanden. Das Leben ist stärker als der Tod. Für Lukas um das Jahr 85 herum so real, dass man den Auferstandenen anfassen kann. Kein Geist, keine Einbildung, sondern bis in die Seele hinein spürbar. Zum Osterfest 2020 spüren wir stärker als in den vergangenen Jahren, dass Ostern das Fest der Sehnsucht nach Leben ist. Uns ist deutlich, dass Leben mehr ist als nur dessen biologische Funktion. Uns reißt es förmlich nach Spuren und Symbolen des österlichen Lebenssieges. Das Licht am zeitigen Morgen, die Kühle, wenn wir tief einatmen, die Sonne, die wir in unserem Gesicht spüren. Wir lechzen nach dem Leben hinter diesen Corona-Grabesmauern. Wir saugen die Morgenluft in unsere Lungen und spüren Leben. Ja, Ostern ist real, auch wenn wir es jetzt nicht begreifen können. Der Friede Gottes, der viel größer ist als unser Verstand,
unsere Vorstellungen und unsere Fantasie. Der bewahre unsere Herzen und Sinne in dem lebendigen Jesus Christus. Amen. Christ ist erstanden und folgenden Text. Höre uns, wir rufen dich. Höre uns, wir suchen dich. Höre uns und sei uns nah. Lasst uns beten. Jesus Christus, du Auferstandener, du machst alles neu. Wir loben dich und feiern deinen Sieg über den Tod. Doch noch ist es dunkel. Noch sind wir voneinander getrennt. Noch zeigt der Tod seine finstere Macht. Doch du machst diese Nacht hell. Christus, du bist auferstanden. Du bist das Licht, unfassbar für uns. Doch Trost für deine geplagte Welt, Hoffnung in der Angst. Jesus Christus, du Auferstandener, wir loben dich und bitten dich, stimme in uns an das Lied der Hoffnung. Für Kranke und Infizierte, für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. In dein Licht nimm hinein alle, die trauern um ihre lieben Verstorbenen. Wir loben dich und bitten dich, stimme in uns das Lied der Auferstehung an. Umstrahle alle, von denen wir getrennt sind. Unsere Angehörigen, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Schwestern und Brüder, Jesus Christus, du Auferstandener, wir loben dich und bitten dich, stimme in uns das Lied der Freude an. Stimme in den Traurigen das Lied der Freude an. Jesus Christus, du Auferstandener, wir loben dich und bitten, stimme in uns dein Friedenslied an. Stimme in den Herzen der Mächtigen dein Friedenslied an und in allen Herzen, die Verantwortung tragen. Stimme es an den Orten von Hass und Gewalt. Du bist der Friede, der die Welt durchdringt und verwandelt. Jesus Christus, du Auferstandener, mit deiner ganzen Kirche singen wir. Ja.
Worten beten, die uns unser Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen von dem Lied Wir stehen im Morgen, alle 5 Strophen. Und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun lasst uns das Osterlicht und die frohe Botschaft hinaus in die Welt tragen.
Die Martinskirche ist heute am ganzen Tag geöffnet. Hier brennt eine Osterkerze und auch in der Kirche in Kapellendorf wird geöffnet sein. Noch dort brennt die Osterkerze. Die Kirchen laden Sie ein zum stillen Gebet. Seien Sie behütet. Frohe Ostern. Vorsehen. Sie können das aufnehmen und uns zukommen lassen. Sie können sich aber auch